Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pro Evolution Soccer 2013. So, und am heutigen Samstag, ja, sieht regnerisch aus, wa? Könnt ihr mir vorstellen, dass es in ganz Deutschland jetzt auch größtenteils so ist. Also die Woche war ja recht viel, bei mir zumindest, recht viel Sturm, mehr Schnee. Innerhalb vom einen Tag auf den anderen war der weg. Also war schon, nicht schlecht, ne? Naja. So, also, heute Bundesliga und zu Hause geht es gegen den SC Freiburg. Hans Sapai, ja, ich denke mal, er hat seine Spieler optimal auf das Spiel vorbereitet. Kommen wir zur Aufstellung Bremen mit Militz davor, Sokratis, Brödel, Gebreselassie, Lukas Schmitz, De Bruyne, Blaszczykowski, Aaron Hunt, Arnautovic, Junuzovic und Dosch. Und bei Freiburg Baumann, Ferrati, Krimasch, Alter, was habt ihr für scheiß Namen? Mucha, leck mich, Sorg, Gede, Macchiadi, Rosenthal, Freis, Kruse und Dembele. Hä, was? Ich war das nicht. So. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt, ja, nachdem wir Mainz jetzt das letzte Mal einmal im Pokal besiegt haben und dann auch in der Liga, bin ich einmal gespannt, ob wir das jetzt auch hier durchhalten können. Im Weserstadion also, Bundesliga. Und hoffen wir doch mal auf ein gutes Ende, nicht wahr? So. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Werder von links nach rechts mit den grünen Trikots. Und los geht's. So. Ja, also man sieht, es scheint hier eindeutig der Winter einzukehren. Ich glaube, wie ich das im Datum gesehen habe, Mitte, Ende Oktober haben wir jetzt hier im Spiel. Oh, was macht Freis denn? Da geht er an Hand vorbei. Hand will sich da nochmal zurückkämpfen. Holt sich den Ball. Oh, und Werder muss aufpassen. Macchiadi da am Ball. Mit der Flanke. Und jetzt... Oh, das war schon verdammt knapp. Rosenthal. Der Schuss war nicht weit vorbei. Gucken wir uns das hier nochmal an. Macchiadi geht dort einfach vorbei. Die Flanke kann noch abgewehrt werden. Und dieser Schuss... Oh, oh, oh. Also viel hat da nicht gefehlt. So, Militz jetzt mit dem Abstoß auf Blaszczykowski. Der kann den Ball behaupten. Hand De Bruyne. Na, das sieht noch nicht so... Oh, das war allerdings wieder gut gemacht. Ah, aber der Pass von Blaszczykowski kommt nicht an. De Bruyne. Dorsch auf Arnautovic. Ah, der versucht die Flanke. Oh, und was hat Hand denn da gemacht? Da gab es jetzt Abstimmungsprobleme mit den Mitspielern. De Bruyne auf Arnautovic. Mit der Flanke in der Mitte. Dorsch! Erste Chance für den SV Werder Bremen. Ja, war gut gemacht. Der Pass hier von Hand war schon super. Oder war es De Bruyne? Es war De Bruyne mit der Nummer 6. Schade. Das kann klappen. Muss nicht klappen, logisch. So. De Bruyne holt sich den Ball für seine Mannschaft. Jetzt Freiburg. Über Macchiadi. Oh, oh, oh. Dembele mit dem Schuss, aber Militz hält die Null bei Werder. Oh, oh, das war klasse gemacht von Militz. Natürlich auch schlecht von Dembele. Der jetzt wieder zum Kopfball steigt, das bringt ihm allerdings nichts. Oh, und Werder kriegt den Ball da jetzt nicht raus. Wieder die Flanke. Also sie versuchen es gern mit hohen Bällen. Das lässt sich auf jeden Fall schon mal sagen. Arnautovic auf Junuzovic. Und der jetzt mit dem langen Ball auf Dosch. Dosch ist eigentlich durch. Ist eigentlich durch. Dosch mit dem Schuss. Aber Baumann vor der Linie. Jetzt mit dem Abwurf rüber. Hand rutscht da vorbei. Jetzt Freis. Versuchen es über die Außen und flanken dann. Das ist gerade so das, was Freiburg hier durchdrücken will. Oh, Macchiadi, wie er da vorbeigeht. Wie er da vorbeigeht. Blaszczykowski hilft. Lukas Schmitz, der Verteidiger. Aaron Hunt.
auf Gebre Selassie. Der auf Lukas Schmitz, der Verteidiger. Da vorne. Lukas Schmitz 1-0 Werder. Der Verteidiger schleicht sich mit nach vorne. Und so steht es 1-0. Hans Sapai, gefällt das? Dieser Pass von Gebre Selassie, der war schon gut. Da hat der Verteidiger damit gerechnet, dass er jetzt an ihm, ja, außen vorbeigeht. Allerdings spielt Gebre Selassie den in der Mitte lang. Das ist super gemacht von Lukas Schmitz, der sich damit nach vorne einschaltet. Ins kurze Eck. 1-0 Werder. Sehr gut, das gefällt mir. So, Ferrati. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Freiburger reagieren werden. Wenn sie jetzt direkt offensiver oder erstmal Junuzovic mit dem Ball gewinnen. De Bruyne, Hand. Oh, 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 und wenn der durchkommt. Oh, De Bruyne auf Dosch, Dosch. 2-0. Wäre jetzt eiskalt. Eiskalt mit dem 2-0. Ja, eiskalt hat natürlich das Tor geschossen. Sehr schön. Das gefällt mir. Ah, können wir doch beide den Schwierigkeitsgrad höher gehen, weil wir mal gegen Mainz und gegen Freiburg gewonnen haben. Nee, du. Erstmal auch Profi jetzt konstant bestehen. So. 2-0 nach 23 Minuten, 23,5 jetzt gleich. Und das war jetzt ein schöner Doppelschlag von Werder. Jetzt bin ich gespannt. Was machen die Freiburger? Mit Macchiadi, aber Prödel. Klasse. Oh, De Bruyne fälscht da unglücklich den Ball ab. Aber super wiedergeholt. Aber so wie er ihn wiederholt, ist auch wieder weg. Oh, Hand rutscht da rein. Jetzt Macchiadi. Der geht dort vorbei. Macchiadi, aber Mielitz ist da. Mit dem Abwurf auf De Bruyne. Der auf Gebre Selassie. Gebre Selassie. De Bruyne. Dorsch. Oh, und wo spielt der denn hin? Das war natürlich nicht geplant. Macchiadi auf Sorg. Oh, 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 da hat er jemanden ausgetrickst. Sorg. Die Werderabwehr reißt jetzt auf, aber Sokratis. Aber da ist schon wieder Macchiadi. Sokratis jetzt. Oh, und der Pass war gut. Der Pass war gut. Befreiungsschlag. Und Arnautovic. Jetzt auf De Bruyne, der mit dem Schuss. Ah, schade, aber Baumann ist zur Stelle. Weiter Abschlag. Also Freiburg, man merkt, die sind alles andere als zufrieden. Jetzt über Rosenthal auf der rechten Seite. Macchiadi. Oh, schöner Doppelpass jetzt also dann doch mit Rosenthal. Was macht der daraus? Ja, der Ball fliegt an allen vorbei. So, Gebre Selassie holt den noch auf De Bruyne. Der wieder auf Gebre Selassie. Wieder De Bruyne und wieder Selassie. Wunderbarer Doppelpass. Ah, sehr gut. Sehr gut von Werder. Spielen sich gut durch. Gebre Selassie verliert den Ball nicht. Da ist Arnautovic. 3-0. 3-0. Arnautovic, das war ein klasse Spielzug von Werder. Ein klasse Spielzug. Möchte ich vermerken. Ja, ich würde sagen, ich habe mich etwas an das Spiel gewöhnt. Wenn man sich jetzt mal die ersten Spiele so anguckt und dann jetzt mal hier das vergleicht, kann ich mir vorstellen, da ist eine leichte Verbesserung zu sehen. Klasse gespielt von Werder. Außen dann die ganze Zeit über Selassie mit den Doppelpässen. Und dann jetzt Marco Arnautovic. Mit dem Tor also. 3-0 für Werder. Wir dürfen uns kurz vor der Halbzeit befinden. Nämlich, ja, 41. Minute. Ja, was ist jetzt mit Freiburg? Freis jetzt da drüben. Verliert den Ball.
Aber Einwurf für seine Mannschaft, den SC Freiburg. Und jetzt Mielitz. Jetzt über Junuzovic. Ja, sie bemühen sich, das schnell zu spielen. Aber jetzt dann eher hinten rum, das ist logisch. Dorscha. Ein Versuch war es wert. Und jetzt dann Halbzeit. Werder führt mit 3:0 gegen den SC Freiburg. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So ein Kantersieg würde man gut tun, ne? So ein 5-0, 6-0. Wäre mal ganz lustig. So. Freiburg also dann jetzt. Anstoß, zweite Halbzeit. Und dann gucken wir mal. Aber ich denke mal, Probleme dürfte Werder ja nicht bekommen. De Bruyne. Oh, oh. Was wird das da jetzt da draußen? Nee, Baumann. Noch im 16er. Zwar knapp, aber trotzdem, das ist egal. Knapp drin ist drin. So. So, Selassie jetzt. De Bruyne. Der sucht Anspielstation. Da drüben findet er Junuzovic. Der bekommt jetzt Hilfe von Schmidt, der von Arnautovic. Und das spielen sie super. Über Arnautovic mit der Flanke. Ja, schade. Und dort ist jetzt wieder Lukas Schmidt im Laufduell mit GD. Kann er nicht für sich entscheiden. GD jetzt wieder am Ball. Ja, kriegt den Pass noch gerade so durch. Und Werder mit Prödel. So, und jetzt Blaszczykowski. So, Gebre Selassie. Der pastet dort an allen vorbei. Gebre Selassie. Da ist Dorsch. 4:0. Und was war das jetzt bitte von Gebre Selassie? Ein unglaublicher Lauf. Ganz, ganz stark von Werder. Und ich könnte mir vorstellen, Hans Sapai wird dann jetzt eventuell auch den ein oder anderen Spieler auswechseln. Einfach um ihn ein bisschen zu schonen, da ein 4-0 recht deutlich ist. Dorsch mit der Direktabnahme genau ins Eck. Aber was war das bitte für eine Laufleistung von Gebre Selassie? Brauchen wir uns nicht streiten. So. Ja, ne? Würde sagen, Dorsch hat seinen Job getan. Petersen rein. Arnautovic war auch super. Elia rein. Und am Ende werden wir dann Hand raus tun. Oder nee, wir werden De Bruyne raus tun. Ekici rein. Hand jetzt offensive Mittelfeld. Und Ekici dann hier vielleicht defensiv gestellt. Ja, kriegen wir hin, ne? So. Ja, und damit scheint jetzt eigentlich Freiburg geschlagen. Oh, 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 oh. Ich bin mal gespannt, ob das bei dem Ergebnis bleibt. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was uns dann so in den nächsten Wochen erwartet. Muss man ja ein bisschen gucken. Ich habe mir die Gegner jetzt noch nicht angeguckt. Also es sollte lustig werden. De Bruyne, Blaszczykowski, 5:0. Und jetzt bekommt Freiburg eine richtige Klatsche. Denn da hinten ist gar nichts organisiert. Dort hinten passt bei den Freiburgern gar nichts. Die Werderaner können sich dort durchspielen, wie sie lustig sind. Hans Sapai hat das zur Kenntnis genommen, dass das Spiel jetzt dann gewonnen ist, eindeutig. So, ja, gucken wir uns das nochmal an. Wunderbar, De Bruyne, der legt dort vorbei. Und Blaszczykowski, er darf dort eigentlich niemals zum Schuss kommen. Werder darf hier so gar nicht eigentlich rumspielen. Wie Blaszczykowski den noch trifft, den Schuss, das ist schon... Nur ein klein wenig phänomenal. Wir gucken uns das nämlich dann jetzt mal von hier an. Man guckt jetzt auf Blaszczykowski. So, und jetzt gucken wir uns den Schuss mal an. Ah, Weltklasse. Ganz, ganz stark gemacht. Werder führt 5:0. Das ist ganz, ganz stark. So. Und dann jetzt Petersen für Dorsch mit dabei. Und wir haben
Elia, der jetzt für Arnautovic mitwirkt. Jetzt nochmal die Freiburger. Aber mehr als ein kleines Aufmucken ist das nicht. Elia, der ist noch frisch. So. Lukas Schmitz, der auch ein super Spiel macht. De Bruyne, den wollte er wieder auf Schmitz versuchen. Ja, wer das? Sokratis, ja, jetzt lieber hinten rum über Minitz. So, und jetzt Prödel. Wo bietet sich einer an? Dort. Hand Schmitz. Ja, bei Werder sieht das ganz sicher aus. Junuzovic, De Bruyne. Ah, schade, wenn der jetzt noch irgendwie da rauskommen würde. So, Foul gibt's jetzt nicht. Wurde jetzt überhaupt in dem Spiel schon mal ein Freistoß gepfiffen? Komisch. Ich weiß auch gar nicht, auf welchen Tabellenplatz sich Dingens angesiedelt hat. Freiburg. Gar nicht so mitgekriegt. Oh, was für ein Patzer jetzt von der Abwehr. Nils Petersen. Der macht sein Tor. Nils Petersen macht sein Tor. Das gibt einen Bonus bei Hans Sapai, dass er bei einem 5-0 trotzdem immer noch hellwach ist, seine Chance nutzt. Das ist schon... Oh, oh, oh. Was ist mit Freiburg los, muss man sich doch hier eigentlich jetzt fragen. Das ist schon... Ja, nicht so feierlich. Werder jedenfalls macht das super bis dato. Gibt's nichts zu sagen. Sie schalten nicht ab, machen konstant weiter. So, und ich würde sagen, wir können jetzt auch mal De Bruyne raus. Ekichi, der tauscht mit Hand. So. So, jetzt wieder über Freis. Gebre Selassie. Oh, kommt dort eindeutig zu spät. Aber Militz zur Stelle, was er halten konnte, hat er gehalten. Ah, Lukas Schmitz. Ne, den kriegt er nicht. Oh, das war... Aber auch recht knapp, also die Freiburger definitiv verunsichert. Und jetzt Einwurf dann gleich für Freiburg, meine ich. Und Werder nochmal mit dem Wechsel. Lukas Schmitz, Junuzovic, Aaron Hunt, Nils Petersen. Ah, schade. Die Werder-Abwehr heute, ja doch, stand gut. Am Anfang vor allem waren sie ein klein wenig gefragt dann, als man immer wieder über die Außen versuchte, dort sie in Bedrängnis zu bringen. Aber das haben sie gut gelöst. Ah, nee, der geht nicht rein. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Doppelpack für Petersen, aber nee. Ja, dann hat Werder eigentlich nach dem 1-0 das ganz schnelle 2-0 gemacht und das war, denke ich mal, dann der Punkt. Dann ist Freiburg nicht mehr zurückgekommen. Werder legt das 3-0 nach, hat die Laune nicht verloren. Ekichi jetzt über Blaszczykowski, der auf Hand. Ah, der sollte auf Petersen. Das ist schade jetzt. Ja, klares Foul von Elia. Ekichi. So, und Freiburg nochmal mit dem schnellen Freistoß über Sorg. Der da jetzt nochmal ein bisschen Platz hat. Macchiardi. Ja, aber Blaszczykowski hilft damit hinten aus. Klasse. Das ist wichtig, dass jeder Spieler mit nach hinten hilft. Sich nicht zu schade ist, mal ein paar Meter zu laufen. Oh, 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 oh. Petersen, ist er schneller? Ist er schneller? Nils Petersen ist schneller. Das ist das 7-0. Das ist ein absolut grandioser Kantersieg vom SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Und die Freiburger leisten hier absolut gar nichts mehr. Sind mittlerweile
in einer völlig desolaten Verfassung. Trainer Christian Streich, so müsste der Trainer von Freiburg heißen. Ja, der ist, denke ich mal, gerade absolut bedient. 7-0 war das jetzt in der 90. Minute. Das Spiel ist vorbei. Werder besiegt Freiburg mit 7-0. Und das, meine Damen und Herren, ist doch meine Ansage, oder? Auch beeindruckende Statistiken. De Bruyne, Mann des Spiels. Ja, hat gute Leistung erbracht. So, und dann gucken wir jetzt mal eben die anderen Ergebnisse an. Werder schlägt Freiburg zu Hause mit 7-0. Schalke schlägt zu Hause die Eintracht mit 2-0. Wolfsburg unterliegt in Bayern 2-1. Hoffenheim, Leverkusen 0-1. Hamburg besiegt Mainz mit 1-0. Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf trennen sich nur 0-0 unentschieden. Hannover besiegt zu Hause den VfB Stuttgart. Greuther Fürth fährt aus Gladbach ohne Punkte nach Hause 2-1 und Augsburg unterliegt zu Hause dem ersten FC Nürnberg im Südderby. So, was sagt die Tabelle? Erstmal gucken, wo Freiburg steht. Die sind jetzt mit 7 Punkten 13. Ja. Also waren sie vorher auch nicht so sonderlich weit oben. Und wir nähern uns den Europa League Plätzen. Da freue ich mich. Das ist sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Pro Evolution Soccer 2013. Mädels, bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.